Herr Gunz, Sie haben den weiten Weg auf sich genommen, sind jetzt hier bei uns in Regensburg zum Interview fürs Magazin Grandios. Eine Fügung hat uns zusammengebracht. Wir waren zusammen auf einer Konferenz, auf einem Seminar, und da habe ich Sie reden hören und habe mir gesagt, Mensch, der ist nicht nur Unternehmer, der hat was für unsere Leser zu sagen. Ich muss den Seitenplan ändern. Ich muss den Mann einladen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Ja, schön, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich freue mich sehr. Nicht jeder von unseren Lesern kennt Sie und wird auf Anhieb mit dem Namen Walter Gunz was anfangen können. Wie würden Sie sich selber vorstellen? Oder mal anders gefragt, um das Thema des Magazins auch nochmal aufzugreifen, was hat Walter Gunz in seinem Leben geleistet? Ja, die Frage mit der Leistung ist natürlich so eine schwierige Frage. Also ich habe schriftlich von der Schule, dass ich relativ wenig geleistet habe. Also prinzipiell steht da drin, also mit der Leistung habe ich es nicht so. Und ich glaube auch, dass wir uns nicht über die Leistung definieren sollen. Es ist sehr schwierig. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, wer wir sind. Ne? Ich weiß nicht, wie ich heiße, wann ich geboren bin, ist es ganz klar. Aber letzten Endes in der Bibel, Adam, das Wort Adam heißt ich gleiche. Also wir sind nicht nur der, der hier gesehen wird, sondern wir sind vielleicht viel mehr als das, was wir glauben, dass wir sind. Wenn wir eine Hypothese aufstellen, dass, wenn wir gläubig sind, wir tatsächlich ein Ebenbild Gottes sind, dann ist das natürlich eine große Herausforderung. Wir sind zwar nicht Gott, aber wir sind in seinem Ebenbild, so heißt es in der Genesis. Ich möchte mich selber jetzt nicht als den erfolgreichen Unternehmer da beschreiben. Ich möchte mich eben auch nicht über die Leistung definieren. Denn wenn ich ehrlich bin, war ich, ja, ich war eben oft zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, so wie wir uns auch da getroffen haben. Und ich denke, vieles in meinem Leben war Fügung und eben Glück. Darum glaube ich nicht, dass das Wesentliche, was wir sind, mit der Leistung zusammenhängt. Mein Mentor Weinreb sagte immer, im Hebräischen Amalek ist der Gott der Leistung. Den müssen wir immer wieder umbringen in uns, weil dieser Gott der Leistung steht Philosoph für um zu. Also wir tun etwas nicht aus uns heraus, weil wir es gerne tun, sondern wir tun es um zu. Also eine Kausalkette mehr oder weniger. Und das ist eigentlich auch das, was, warum Jesus die Menschen aus dem Tempel da vertrieben hat, die da Geld gewechselt haben. Wir müssen uns befreien von dem um zu. Und ich möchte mich also eigentlich so sehen, dass ich ein Mensch bin, der in seinem Leben sehr viel Glück gehabt hat. Nun ist die Gründung eines Unternehmens wie Mediamarkt nicht nur ein Glücksfall. Ganz ohne persönliche Leistung wird es nicht abgehen, so einen Riesen auf den Markt zu bringen. Was hat Sie denn bewogen? Was war die Idee, ein solches Unternehmen zu gründen, das technische Konsumgüter verkauft? Was hat Sie da inspiriert? Was hat Sie angetrieben? Ja, also auf die Konsumgüter kam ich durch eine ganz komische Geschichte. Ich habe mal bei Karstadt als junger Mann so einen Aushilfsjob gehabt. Und das hatte bei dem Personalchef, und dann sagte er, ja, welche Abteilung wollen Sie denn? Er sagte, mir ist eigentlich egal. Er sagte, haben Sie irgendwelche Hobbys? Ja, sage ich, Musik. Ja, da kommt die Fernsehabteilung. Und so kam ich dann quasi als Aushilfe zu Karstadt in die Fernsehabteilung. Habe dann später in meinem Werdegang in dieser Abteilung durch unorthodoxe Methoden relativ viel Erfolg gehabt, so dass ich da so eine, ja, so der Head of Electronics wurde. Ja, ich habe sehr viel gelernt bei Karstadt. Ich würde mal sagen, zwei Drittel, wie man es nicht macht, weil es ein sehr hierarchisches Unternehmen war. Und weil ich da auch gelitten habe unter dieser Hierarchie oder dieser Zentralität. Und auch, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute Angst hatten, Angst vor dem Chef. Und dass es doch nicht so ein freies Arbeiten war. Nach vielen Jahren von den Zahlen her erfolgreichen Arbeitens, deswegen, weil ich meinen Mitarbeitern, den Menschen, relativ viele Freiheiten geschenkt habe. Mhm. Die Freiheit war immer so mein Grundmotiv, kann man sagen. Kam
ich zur Innenrevision, ich musste da am Nachmittag hin um 3 Uhr, haben die gesagt, Herr Gunzer, wir haben hier mal Ihre Verfehlungen zusammengestellt. Das war so eine ganze Karte, wo ich mich gegen die Karstadt-Gesetze da vergangen habe. Und dann haben die gesagt, ja, lieber Herr Gunzer, wissen Sie, die Zahlen stimmen ja, aber so geht es halt einfach nicht. Und Sie müssen das so machen wie alle anderen bei Karstadt. Ich habe dann an diesem Nachmittag in einer Spontanreaktion gesagt, ja gut, dann kündige ich, weil das kann ich so nicht. Hab dann gekündigt, am nächsten Tag schriftlich noch, dann denk, man musste dabei bleiben, hat sie gesagt, du gehst, und dann hier da reingebracht. Dann, gut, dann hatte ich noch einen Resturlaub. Irgendwann mal kam dann die Zeit, mein letzter Tag. Ich habe dann ein paar Tränen verdrückt da und habe in meiner Mannschaft, wir waren 14 Leute, da verabschiedet und fuhr nach Hause. Ich denke, ist eigentlich eine Karriere, ist im Eimer, mehr oder weniger. Nach 10 Tagen kam dann Direktor Schmidt aus Essen, Bredeney, und sagt, Herr Gunz, da war ich dann schon immer im Unternehmen, wir sind mal spazieren gegangen. Ja, warum kündigen Sie auch, jetzt kann ich auch nicht mehr helfen. Ne? Und das hätten Sie mal besser nicht gemacht und wir hätten was werden können. Und, na gut, dann ging ich nach Hause. Meine Mutter war ein bisschen beunruhigt, sagt sie, was Mama, was ist denn jetzt machen in deinem Leben, da, beruflich und so. Mach doch ein Reformhaus auf, die war so eine Reformtante, ne? Eine Reformhaus, ne? Irgendwie, ne, also doch nicht so, ne? Nach 3 Monaten rief mich einer der Mitarbeiter an und sagte, Mensch, Herr Gunz, wir wollten Sie gerne am Abend mal zum Bier einladen in Schwabing. Um die Zeit, ja, so Lust, ja, okay. Dann waren also 12 Leute von meiner Abteilung da und dann sagten die an dem Abend, ja Mensch, Herr Gunz, das war so schön mit Ihnen, ja. Und wenn Sie wieder was machen, wir würden sehr gerne mit Ihnen wieder was tun. Ja, dann fuhr ich am Abend nach Hause und im Auto dachte ich, ja Mensch, das wäre wirklich schön, aber welcher Betrieb nimmt uns 12 Leute und mich? Ja? Und dann muss ich selbstständig machen. Die Idee der Selbstständigkeit war eigentlich aus diesem Abend, an diesem Abend geboren, kann man sagen. Die hatte ich vorher eigentlich gar nicht. Sie sprechen in der Folge, ist der Mediamarkt entstanden, aber Sie sprechen immer von der Idee des Mediamarktes. Können Sie diese Idee mal kurz skizzieren? Was waren die wichtigsten Eckpfeiler für Sie, beziehungsweise also für den Kunden, aber auch für die Mitarbeiter vor allen Dingen? Ja, also die Idee war, die Grundidee war eigentlich, ein Leben in Freiheit, in der Arbeit mit Freude, ohne Ängste, in Vertrauen und in Eigenverantwortung der Menschen. Also ich habe bei Karstadt festgestellt, dass die Leistung der Menschen immer besser war, wenn sie frei entscheiden konnten, wenn sie selber entscheiden konnten. Und auch die Zentralität war sehr störend. Ich bin ja heute ein bisschen so nicht so der Hurra-Mensch von Brüssel. Weil der Zentralismus ist eigentlich der Part, der die ehemalige DDR eigentlich zerstört hat. Und die Grundideen waren also eigentlich nicht Dezentralität und Eigenverantwortung und dass das Arbeiten Freude macht, dass der Mensch das gerne tut, was er tut und dass er seinen Lebenssinn auch dort an dem Ort finden kann, wo er arbeitet. Dass er nicht irgendwie nach Mallorca fahren muss, sage ich, ich bin ein Jahr Sklave und einmal in 4 Wochen geht es mir gut, da fahre ich nach Mallorca. Die Grundidee von Ihnen ist natürlich, 79 kann man da vielleicht mit durch, in Anführungszeichen, kommt man damit heute auch noch weiter. Ist das also möglich, eine solche Idee in einem Unternehmen heutzutage, wo es alles ein bisschen schneller ist, wo der Markt vielleicht auch ein bisschen enger ist, kann man da sowas überhaupt noch etablieren? Ja, sicherlich. Ich denke, wenn man seiner Vision folgt, dann geht das immer eigentlich zu jeder Zeit. Führen als Vorangehen, habe ich gesagt. Das heißt, das Leading from behind, was der Obama gesagt hat, das Führen von hinten, das geht eigentlich nicht, das funktioniert nicht. Und entscheidend ist vielleicht auch, dass man Vertrauen schenkt. Denn der Mensch spürt, ob man ihm vertraut. Und erst dieses Vertrauen schenken quasi bringt ihn zu dem, was er eigentlich sein kann. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt,
der Führung eines Unternehmens und der Mitarbeiter, dass man Vertrauen schenkt. Man kann nicht sagen, Vertrauen führt. Das ist bestimmt ein Credo des Mediamarktes und der Saturn-Gruppe gewesen. 2000 sind Sie ausgestiegen aus dem Unternehmen. Hatten Sie dann, also provokant gefragt, haben Sie genug verdient oder einfach keine Lust mehr gehabt? Weder noch. Also ein Grund meines Weggangs von Karstadt war ja der, dass der Zentralismus und der Dirigismus mich dann doch irgendwie behindert hat. Und wir hatten dann mal aus einer gewissen Vorsorge heraus 1990 die Idee, einen Teil unserer Anteile, obwohl es gar keine Not oder keine Grundgabe gab, an die Metro veräußert. Und dann waren da doch einzelne Menschen, die gewisse Ähnlichkeit mit den grauen Männern von Momo hatten. Also Menschen, die doch sehr, wenn man böse und seelenlos waren. Und ich habe mir gesagt, Walter, die wollen halt auch jetzt ihre Idee verwirklichen. Die wollen das Unternehmen so führen, wie sie es für richtig halten. Und da dachte man, der 1.1.2000 ist ein sehr schöner Zeitpunkt. Neues Jahrtausend beginnt und für mich beginnt vielleicht auch ein neues Leben im Sinne, dass man auch das loslassen kann, was man geschaffen hat. Dass man da nicht sich ranklammert, sondern dass man sagt, okay, das war eine gute Zeit. Und übrigens, dem Unternehmen ging es ja gut. Ist ja auch so, man, ich habe das ja auch gut übergeben. Das war nicht krank. Und so gesehen, man muss ja auch Kinder, wenn sie erwachsen sind, irgendwann mal ziehen lassen und gehen lassen. Wo ich finde, das hat heute im Rückblick ganz richtig. Ich würde es wieder so machen. Sie haben vom Kreuz der Arbeit gesprochen. Keine Karriere ohne Rückschläge. Wie sind Sie denn mit Niederlagen und Rückschlägen umgegangen, sowohl unternehmerisch als auch menschlich? Gibt es aus Ihrer Erfahrung ein Patentrezept, wie man klug und kreativ mit Rückschlägen umgehen kann? Ja, ich werde immer wieder gefragt, wie so ein dummer Schüler so viel Erfolg hat wie ich. Das weiß ich selber nicht so genau. Also ein Patentrezept gibt es nicht. Es gibt nur etwas, was wir alle wissen. Im Grunde nach dem Fallen wieder aufstehen. Das ist eigentlich nicht liegen bleiben und nicht sagen, Gott hat so gewollt, dass ich da im Dreck liege oder dass es nicht funktioniert hat. Das hat ja oft auch einen Sinn, dass es nicht funktioniert hat. Der sich vielleicht viel später erst zeigt, weil wir das Leben vorwärts leben und nur rückwärts begreifen. Oft ist ja so, dass man viel später erkennt, damals, ne, als ich da gekündigt habe, bei Karstadt, das war eigentlich der Point und die Initialzündung, wo es mit der Gründung, die Voraussetzung, später war die Gründung losging. Aber das weiß man erst hinterher. Im ersten Moment dachte ich, es ist vorbei, die Karriere. Jeder normale Unternehmer studiert Marktwirtschaft, BWL, VWL und wie sie alle heißen. Sie haben Philosophie studiert. Das ist ein bisschen untypisch für einen Unternehmer eigentlich. Sind die Fragen nach Sinn und Sein wichtiger als nach Karriere, Umsatz und Erfolgsbilanzen? Ja, ich muss da eine Korrektur in meiner Vita auch noch mal geschwind anbringen bei der Gelegenheit. Manche meinen, ich hätte studiert, bevor ich den Mediamarkt gegründet habe. Das stimmt nicht. Ich hatte ein Studium begonnen, ist wieder abgebrochen, weil ich dann bei Karstadt war. Volkswirtschaft oder nicht Philosophie. Und als ich dann über meinen Mentor Weinreb, den Professor Ulrich, der Hochschule Philosophie kennengelernt habe, dachte ich mir, das ist doch wunderbar. Und dann bin ich da immer hingegangen und war, ich war wirklich beeindruckt über diese Lehren und über das gute Gefühl, mit dem ich da immer rausgegangen bin. Und das waren dann die Jahre, in denen ich gleichzeitig das Unternehmen aufgebaut habe und in der Hochschule quasi die Vorlesungen gehört habe. Und ich bin aus den Vorlesungen raus und ich habe das, was ich da gehört habe, was
mir wertvoll erschien. Das habe ich im Unternehmen dann sofort umsetzen können als gelebte Praxis sozusagen. Also so gesehen war das auch viel wirksamer und viel besser und viel schöner. Denn grau ist alle Theorie, das Leben spielt sich ja nicht theoretisch ab, sondern es wird nur das Wahrheit, was getan wird. Also so gesehen ist das kein Widerspruch, sondern ich möchte sogar sagen, die Kultur des Unternehmens, die damals wesentlich geprägt wurde, die verdanke ich diesen beiden Menschen, Weintrieb und Professor Ulrich, die haben mich so geprägt, dass ich das dann dort vor Ort umsetzen konnte. Und die Menschen haben das auch so empfunden. In Ihrem zweiten Buch oder Ihrem neuen Buch, Das Geschenk, da zitieren Sie Ihren Lieblingsprofessor Ferdinand Ulrich. Sie schreiben da, Liebe ist geben und nehmen, und zitieren den Professor mit den Worten, Gottes Nein als Ja lesen. Kann man sagen, dass Sie mit Blick auf Ihre berufliche Karriere das Nein Gottes richtig interpretiert haben und eben bei Karstadt ausgestiegen sind? Besteht Ihre Lebensleistung, wenn man so will, darin, Gottes Nein richtig gelesen zu haben und eben dann den Mediamarkt gegründet zu haben? Also jetzt muss ich zum ersten Mal in diesem Dialog klar Nein sagen. Weil wir Gottes Nein nicht intellektuell verstehen und verwerten können. Das hat Ulrich ganz anders gemeint. Im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, wir haben ja alle Wünsche, wir haben alle Hoffnungen. Wir denken, das wäre gut für uns. Wir wünschen uns dieses und jenes und jenes und dieses. Dann kommt es aber ganz anders. Und es kommt eben oft schlecht. Schlechter, als wir es gewünscht haben. Und es kommt das gar nicht, was wir uns gewünscht haben. Es kommt ganz anders. Und zu glauben und erkennen ist fast schon zu viel, aber man kann sagen, dass Gott, der nur Liebe schenkt, ja, uns auch etwas nimmt oder etwas nicht gibt oder dass etwas kommt wie eine Krankheit. Beispiel, es kann vielleicht eine Krankheit uns retten, seelisch retten. Wir haben ja vorhin gesprochen über Geld und Glück und Macht und Erfolg. Also das verführt uns ja zum Ego. Es ist ja oft ein Glück, dass uns das nicht alles widerfährt, was wir glauben, das gut für uns ist. Also dieses Gottes Nein als Ja lesen ist eine ganz heiße Kiste. Ne? Das ist eine ganz schwierige Sache. Im Grunde genommen heißt es aber, dass letzten Endes, wie mit dem Wein, alles gut ist. Auch das, was uns wirklich wehtut. Was vielleicht wirklich wehtut. Aber Gott ist nicht, du heißt am ersten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Also Gott ist nicht zu wissen und das kann man jetzt nicht im Sinne einer rationellen Erkenntnis interpretieren. Das wäre für mich eine Art Blasphemie. Ja, der Walter ist so schlau, nicht? Also beim Professor Ulrich, der fragt den Walter, der weiß genau, was Gott will. Na, also gut, also okay, aber das kann nicht sein. Entschuldigung, wenn ich da wieder sprechen muss, weil das ist nicht so.